Tjo, Peace, Freunde, was geht? Ich bin's, Backmanik, am Start mit einer neuen Folge Clash Royale auf meinem Kanal. Und zwar bin ich jetzt mal hier back am Start, weil ich sehe, dass mein Clan sehr aktiv ist. Und zwar ist Sven, mein bester Freund, der Blonde. Den kennen vielleicht einige, die hier in der Gegend bei mir wohnen. Und auch so aus YouTube, die sieht man den ab und zu. Der ist, und zwar hier, dieser 4K-Account sieht man hier unten links. Der ist online in meinem Clan, der ist jetzt gerade nicht bei mir zu Hause, der ist bei seiner Freundin. Und dieser MBN, den ihr unten links auch gesehen habt, gerade in der Beschreibung, sieht man jetzt hier nochmal. MBN, der spielt mega gut. Ich hab vorhin mit dem gezockt und ich möchte jetzt unbedingt einen Clankampf mit dem machen, da Clankampf beitreten. Hey, was? Hat der abgenommen? Ah, ich spiele mit Sven. Schade. Ich wollte mit MBN aufnehmen. Ich weiß nicht, wie der in echt heißt, Leute. Wir machen hier keinen Namentausch. Ich denke mal, der guckt zu, weil oben links ist jetzt ein Auge. Ich wollte auf jeden Fall schön aufnehmen und bin zu dem Entschluss gekommen, da mein Clan sehr aktiv ist. Oh, nehmen wir heute mal auf. Und der Sven ist nicht bei mir, so wie im letzten Video, wo der neben mir saß und wir beide gegeneinander kommentiert haben. Jetzt ist das mal witziger, weil der ja, wie gesagt, nicht bei mir ist. Jetzt kann man mal von zwei Perspektiven aus sehen. Ich meine, der nimmt jetzt nicht auf. Oh, der Zuschauer ist für die Roten, also für unsere Gegner. Ich habe gerade gesehen, oben links ist da gerade, sind da gerade Blümchen auf deren Spielfeld gefallen. Auf jeden Fall ist das sehr interessant zu sehen, weil Sven jetzt nicht neben mir sitzt. Wir können uns gegenseitig keine Tipps geben, so wie wir das im letzten Zocker-Tutorial gemacht haben. Das geht übrigens eine Stunde lang. Also ich habe eine Stunde für euch aufgenommen und zusammengeschnibbelt. Mega viel Arbeit und ja, man sieht mein Gesicht jetzt gerade nicht. Ist ein bisschen doof. Ich habe nicht aufgepasst. Doch, habe ich wohl. Gut gespielt. Setzen wir einfach mal Gift zu, aber die haben eh verloren. mit Sven kann ich sehr gute Kämpfe machen. Mit dem 4K-Account. Hier, 4K-Account, sieht man ja. Mit dem zocke ich richtig gut. Und mit dem verliere ich auch ganz selten Kämpfe, ne? Ja, jetzt bin ich mit MBN mal am Start. So, mit MBN ein Clankampf, los geht's. Der spielt echt gut, der hat schwache Karten, also seine Karten sind nicht ultra stark. Aber er kann damit sehr gut umgehen und weiß, was er tut. Finde ich mega geil. Denn sowas hat man heutzutage nicht immer. Ah, richtig ekelhaft. Hat er unsere Truppe einfach mal eingefroren. Egal, wir setzen jetzt, er hat ein Holz gesetzt, dann setzen wir jetzt auf die Hexe einfach mal eine Armee. So, dass die Hexe Mühe weggeschaffen wird von der Armee, weil die Hexe ist sehr robust gegen Skelettarmeen. Übrigens, ich habe eine neue Karte gezogen heute Morgen. Und zwar habe ich einen Packer bekommen in der Magierkiste. Bah, ist das ekelhaft. Wir werden jetzt gerade richtig umgehämmert. Egal. Jedenfalls habe ich einen Packer bekommen und den habe ich direkt auf Level 2 gepusht. Hat mir viel Geld gekostet. Viel Gold, sorry. Aber darum geht es mir ja nicht. Mir geht es ja darum, dass ich coole Karten habe, euch die Karten mal alle zeige. Und ich habe nicht aufgepasst. Scheiße. Der Ballon ist jetzt aus dem Wutzauber, glaube ich, raus. Oder? Ja. Egal, wir haben viel Schaden angerichtet. Die aber auch. Weil unter anderem ich gekontert habe. Jedenfalls, wo war ich stehen? Genau, beim Packer sind wir hängen geblieben vorhin. Und zwar habe ich einen riesen Packer auf Level 2 jetzt. Richtig interessant. Der ist leider in einem anderen Deck. Man kann ja drei Decks fertig machen in dem Spiel. Der ist leider in einem anderen Deck. Also mit das Deck könnte ich jetzt aktivieren, aber da habe ich keinen Bock drauf. Da mir toll. Ey, jetzt habe ich falsch kalkuliert. Muss ich mich für entschuldigen? Trottel, ey. Das ist, weil der zu voreilig ist. Aber egal, er findet es lustig. Und ich würde sagen, wir setzen einfach mal Giftzauber. Ja. So, also mein letztes Video, worüber ich ganz am Anfang vom Video gesprochen habe, wo ich über die Clankämpfe gesprochen habe mit Sven zusammen, dass wir 5 Clankämpfe oder so zusammen hintereinander gewonnen haben. Darüber habe ich am Anfang gesprochen und das Video ist leider noch nicht online, weil
da noch keinen Bock zu hatte, das hochzuladen. Da ist kein Bock, aber ich habe es noch nicht hochgeladen und ja, weil es sehr spannend ist, das Video, das ist mega geil geworden. Also ich bin da echt stolz drauf, mit Hilfe von Svens Account, weil wie gesagt, wir zusammen gezockt haben. Oh, wir kriegen, oh, wir werden richtig robust gehauen. Egal, ich greife an. Meine Freundin läuft da gerade vor der Kamera rum. Jawoll, ja, boah, haben wir geil geholt. Uiuiui, so schnell habe ich einen Kampf noch nie gedreht. Gutes Spiel mit MBN am Start. Ich habe doch gesagt, Leute, der spielt gut. Finde ich geil. Ja, uns fehlen noch einige. Ja, haben wir nochmal eben gespendet. Uns fehlt einiges an Clan-Kronen. Mein Gott. Man kriegt immer eine pro Spiel, das ist ein bisschen scheiße so, ne? Ja. Ich habe mittlerweile 10 Elixier. Ja, nice. Mit wem zocke ich hier eigentlich gerade? Mit MBN am Start. Egal, der Turm ist so gut wie weg. Aber wir haben ordentlich Klatsche eingeschoben. Übrigens, ich habe hier Coco Chanel T-Shirt Supporting bei Manik. Coco Chanel ist eine geile Marke. Gönnt euch mal ein paar T-Shirts von denen. T-Shirts sind ganz cool. Mein Mund ist so trocken wie die Sahara, ey. Das geht mir gerade ein bisschen auf den Sack. Ei. Dann wären wir. Ola. Schlecht gesetzt. Die Skelett-Armee ist durchgekommen. Wenn die jetzt komplett durch. Nein! Ich habe mir gedacht. Egal, der Drache. Geht durch. Boah, der war nicht schlecht gesetzt, Freunde. Liebe Gegner. Der Skelett wird mitgenommen. Sauber. Suizid-Skelett. Oh, der spiegelt. Nice gemacht. Der lacht auch schon. Und die sind am Weinen. Aber mein Gift, den hätte ich lieber frontal setzen müssen. Ja, Leute, ich bin selber noch an Erfahrung am Sammeln. Also man soll nicht meinen, dass ich ein Pro-Gamer bin. Ich bin selber noch Erfahrung am Sammeln. Man sieht ja hier, ich setze übrigens auch viel zu langsam, meiner Meinung nach. Aber man lernt ja durch Tutorials und ich bin mal gespannt. Pfeilhagel müsste bereitstehen. Der wartet, bis ich Wutzauber sitze, kann er vergessen. Oh, nö, da hat eine Valkyrie gesetzt. Das ist die Frau mit der Axt übrigens. Und einmal bitte Wutzauber am Start. Ja, nein. Jawoll, wir haben keinen Schaden zugesteckt. Und wir haben gut geactivt. War nicht schlecht, meiner Meinung nach. Dann setzen wir mal einen Riesen hinterher, der den Ballon schützt. Oh, nö. Schade. Joa. Hauen wir noch mal ein bisschen auf den rechten Turm rum. Ist ganz witzig. Übrigens, ich nehme gerade wieder spontan auf. Joa. Also, ich habe es mir vorhin so gedacht. So viele Menschen sind aktiv. Ja, dann komm, dann gehen wir mal online, wenn es so sein muss. Dann setzen wir einfach mal einen Wutzauber. Boah, jetzt werden wir aber gefuckt. Meint ihr, wir schaffen da noch 5, 3, 2, 1? Perfekt. Boah, war knapp. War knapp. Mein Kollege lacht sich wieder dumm und dämlich. Das finde ich immer ganz geil. MBN, guter Spieler. Doch, uns fehlen noch einige Kronen. 20 Stück und dann noch viermal so lang. 60 Kronen oder so. Egal, ich habe jetzt erstmal, glaube ich, gerade gar keine Lust zu kämpfen, weil ich genau weiß, in 14 Stunden gibt es eine neue Clan-Truhe. Also die Leute hier, die sind so unaktiv. Ne? Man sieht echt, die geben sich überhaupt Mühe, online zu kommen. Ne? Da habe ich keinen Bock drauf. Dann machen wir jetzt einfach mal so einen Fight, weil um die Clan-Truhe brauche ich mich nicht kümmern, weil das wird sowieso nichts. Selbst wenn wir zu zweit die auffüllen, dann bräuchten wir locker 9 Stunden für oder so. Ich keine Lust drauf. Gebe ich mir dann auch keine Mühe, wenn die anderen sich keine Mühe geben.
Selber schuld. So, wir spielen hier gegen Latein, nennt er sich. Der ist vom Angels Clan. Von dem Angels Clan habe ich schon mal was gehört. Also gegen die habe ich, glaube ich, schon mal gespielt auch. Gegen einen von denen. Jemand anders. Der Clan ist ziemlich groß und man wird ja durch das Spiel generell auf viele andere Clans und Player zugesteckt. Scheiße. Der war richtig scheiße im Arsch. Der war richtig scheiße. Das muss ich jetzt echt zugeben. Also alle Leute, die mir dagegen sprechen, sind ein bisschen blöd, weil ich habe jetzt 400... knapp 300, 400, 500 Schaden eingezogen, nur weil ich nicht aufgepasst habe. Das ersetzt eine Valkyrie und einen dreckigen Prinzen. Das ist sowas von gemein. Egal, die Valkyrie wird jetzt gebraten von meinem Inferno. Und jetzt muss ich gucken, dass ich mal wieder ein bisschen schönes Elixier spare und sammeln. Weil das nervt mich gerade ein bisschen. Ich kann kaum kontern. Das war so unsinnig, was der gemacht hat. Er setzt eine Rakete auf meinen Turm. Das ist so blöd. Der bekommt jetzt nämlich eine dicke Klatsche und hat keine Rakete mehr. Ja, okay, wenn man natürlich weiß, man kann mit anderen Sachen gut kontern, dann ist da natürlich was Feines, ne? Wir setzen mal Ruhzauber und einen dicken Blitz, damit ich nicht so viel Schaden am Ballon schneide. Jawohl, der ist gegengekommen. Und der Prinz... Der Prinz, sag ich. Ah, fuck. Ja, lecker, ey. Egal, wir schützen diese Seite hier, weil wir müssen gucken, dass wir rechts kontern. Komm, greif da bitte an. Ganz schnell. Ah, Valkyrie auf Level 4, ey, das ist doch scheiße. Das ist sowas von scheiße, das wird gleich wieder ein Kronen-K.O. für mich geben. Das feinste Kronen-K.O., was ich je bekommen habe. Komm. Sauber. Ich muss gucken, dass der linke Turm geschützt bleibt. Also, das wird ein schwerer Kampf. Der Angels-Clan, das ist ein Clan für sich. Also, die spielen echt hammergut. Und die haben schon Qualität, die Freunde. Jawohl, ja. Komm, ein noch. Sauber. Ich habe das Spiel sogar mit Glück noch gewonnen. Hulla. Das war nice. Geiler Kampf. Also, Respekt an dem Latein, oder wie der sich nennt, Latin. Nochmal einmal agieren drauf. Übrigens, ich bin bald wieder in einer neuen Liga, oder? Warte mal. Ah ne, Quatsch. Ich komme erst ab 2000 komme ich wieder in einer neuen Liga. Königliche Arena. Ja, Freunde. Ich würde sagen, das war's schon wieder. Ich verabschiede mich schon wieder. Freunde, wenn ihr diese Stundenvideos geil findet, zum Beispiel mein letztes Stundenvideo, wo ich mit Sven im Clankampf bin, wenn ihr das geil findet, dann schreibt es mal in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid, dann streame ich demnächst einfach länger. Und ja, ich würde sagen, peace out, ne? Liked auf jeden Fall, teilt, damit ich größer werde. Danke fürs Zuschauen und bis demnächst.